Herzlich willkommen, meine Freunde, zu Animal Crossing New Horizons. Melinda hat heute wohl was Neues für uns. Ich bin gespannt. Heute haben wir Besuch auf dem Campingplatz. Ich hoffe, dass unser Gast selbst sehen kann, was Nimmerland so besonders macht. Und leider muss ich auch noch das Folgende verkünden. Morgen verabschieden wir uns auf Nimmerland von unserem Frank. Es ist kein leichter Abschied, aber wir wünschen ihm Glück bei seinen nächsten Abenteuern. Schaut heute nochmal für ein letztes Gespräch bei ihm vorbei und nehmt vielleicht Taschentücher mit. Und damit mache ich mich wieder daran, euch das Inselleben so angenehm wie möglich zu gestalten. Ja, Frank zieht endlich aus. Endlich. Schon mal einer der ersten Bewohner, die wir da hatten. Als nächstes muss auf jeden Fall noch Pamela gehen. Die brauche ich nämlich auch nicht. Was hattest du gestern zum Abendessen? Meine Mutter kam irgendwie vorbei, ja, und hat was von McDonald's mitgebracht. Unangekündigt. Ich hatte mir nämlich für den Tag eigentlich schon Kartoffeln vorbereitet, ja. Das fand ich nicht sehr toll. ja, deswegen habe ich gestern ganz schön viel gegessen. 2 Hamburger, 9er Nuggets, 2x große Pommes und mitten in der Nacht nochmal Pommes, weil die Kartoffeln weg mussten. Und natürlich noch 5 Schokobrötchen. Die hat mir meine Mutter auch noch mitgebracht. Also ich habe gestern ein bisschen zu viel gegessen. Dein Kochexperte Oskar. Netter Brief, auf jeden Fall. Was machen wir denn heute? Wir gehen gleich auf jeden Fall zum Campingplatz. Oh, ich freue mich auf morgen. Morgen hunten wir endlich mal einen Dorfbewohner. Ich habe 37 Meilen-Tickets. Und wir hunten so lange, bis wir einen auf meiner Liste haben. Wen ich aber haben will, das sage ich euch jetzt noch nicht. So, Rübenpreise mal gucken hier. 81. Nö. Nö, danke. Nee, danke, Nepp. Ich bin natürlich wieder müde. Müde. Was ist das denn da? Okay. Nee, auch nichts dabei. So, lass mich mal durch hier. Was ist das denn? Oh, ein Verlobungsring. Okay. Ja gut, ne? Vielleicht hole ich gleich nochmal Geld, dann kaufe ich den. Nehme ich. Dich nehme ich aber. Oh, vielleicht ist der Rainer auch da. Das wäre auch cool. Vielen Dank. Ich war gestern etwas fleißig und habe den Museumsbereich weitergearbeitet. Weiter bearbeitet. Ist Dingsbums da? Ne, ist er nicht. Okay. Geh mal weg, Pamela. Ah, hier, bitteschön. Du warst lange nicht mehr draußen unterwegs. Oh, Schubert ist da. Schubertus ist da. So, jetzt ist er wieder so. Super. So, wir gehen mal rein. Wer ist es? Es ist ein Bewohner, den ich haben will. Es ist... Oh, der ist auch cool. Oh, ich könnte mir vorstellen, jemand will den haben. Oh, der ist echt cool. Warte, ich muss mal eben kurz überlegen. Wo ist denn meine Liste, die ich haben will? Hier ist er. Wen könnten wir dann... Vielleicht lassen wir... Oh, wir könnten den eigentlich doch nehmen und dafür dann ein Eichhörnchen streichen. Weil ich habe ja 2 aufgeschrieben. Muss ich nur nochmal nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Das wäre dann 10. Der Mumienkopf wäre 10. Wie heißt du denn? Ah, wohnst du auf dieser Insel? Ich mache hier Camping. Weißt du auch schon mal campen? Das ist wie drinnen sein. Nur, dass man draußen ist. Ich bin hergekommen, weil ich geträumt habe, ich würde hier wohnen und hätte ganz viel Spaß. Wie findest du meinen Traum? Ich weiß es nicht, Leute.
Ach Gott, ist das schwer. Ich weiß jetzt nicht, was passieren wird. Ob der dann in Franks Haus direkt zieht? Oh, ich weiß auch nicht, ob. Mann, ich habe mich so gefreut auf die Meilentour morgen, dass wir ein bisschen Golderz und so kriegen. Ich weiß nicht. Oh Mann, kann ich das denn noch rückgängig machen, wenn ich jetzt mach ihm wa sage? Wir probieren's, Leute, okay? Was? Ich darf hier wohnen? Das wäre so wunderbärchen. Aber mein Kühlschrank zu Hause wird traurig, wenn ich nicht zurückkomme. Das geht doch nicht. Diese Einladung ist so lieb von dir, aber ich kann leider nicht. Trotzdem bedeutet mir das ganz viel. Okay, wir probieren's weiter. Und wenn er sagt, ne? Dann mach ich direkt weg. So. Gut. Ich habe Karten mit dem folgenden Farben. Oh nein. Oder schwarzes. Oh nee. Und welche Farbe hat meine Karte? Schwarz. Oh. Kacke. Okay, Leute. Wir probieren es und im Notfall, ja, mache ich so. Und dann schließe ich direkt schnell. Wir könnten auch eigentlich vorher schon mal einmal speichern kurz, damit wir wissen, dass der hier trotzdem da ist, damit ich den an meinen Freunden dann vielleicht geben kann. Speichern, bitte. Oh Leute, damit habe ich nicht gerechnet, dass der Bewohner da drin jetzt so cool ist eigentlich. Ja, damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Wirklich nicht. Weil ich möchte eigentlich schon wirklich gerne morgen meine 37 Meilen-Tickets verschwenden. Wenn ich den jetzt annehme und der zieht dann in Franks Haus, das fände ich nicht ganz so cool. Schade, ey. Mal gucken, mal gucken. Mal gucken, was er macht. Bin gespannt. Ich bin gespannt. Gestern habe ich Sanctuary weitergeschaut auf Amazon. Ich habe mir jetzt erstmal vorgenommen, die erste Staffel durchzuschauen, damit ich dann irgendwas anderes schauen kann. Weil. Also, ich brauche erstmal eine Pause von der Serie. ja, ist vielleicht nicht das Beste für eine Serie, ja, dass man sagt, man braucht eine Pause davon, aber von The Walking Dead braucht ihr auch erstmal eine Pause. Das war echt. Boah. Oh, war das. Klingt gut. Ja, bitte. Gut, ich habe Karten mit den folgenden Farben. Okay. Ich nehme diesmal rot, ja? Rot. 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 Super. Herz. Das bedeutet rot. Du hast richtig gelegen. Das heißt, ich habe verloren. Oh. Gut. Das war lustig. Ja, ich spiele auch gern wieder mit dir. Komm her. Junge, ich will dich hier in meiner Stadt haben. In meinem, auf meiner Insel. Auf meiner Insel. Ja, bitte. Oh, das ist ja immer die Regeln erklärt. Ich muss aufhören, A zu drücken. Muss B drücken. Schwarz. Karo. Ist doch schwarz, oder? Nein? Okay. Okay, dann nicht. Hallo. Ja, ich weiß. Ja. Hier bin ich. Hier gibt es keinen Wackel. Oh. Dann bleib doch. Ich bin ja so glücklich, dass du mich eingeladen hast. Aber ich weiß nicht, kann man nicht. Warte mal, ich habe gerade eine ganz tolle Idee. Lass uns was spielen. Zu entscheiden. Wenn du gewinnst, zieh ich um. Bin dabei. Super toll, dann lass uns gleich mit dem Spiel anfangen. Und? Welche Farbe hat meine Karte? Rot oder schwarz? Rot. Bitte, bitte, bitte. Nein, schwarz. Mann. Oh, schade, schade. Da müssen wir es nochmal probieren, Leute. Ja. Schön, schön für dich. Genau. Genau.
Herr Mumie, ich hätte diesen Mann nicht wirklich echt gerne haben, Victor. Victor, du bist so cool. Dann kaufe ich dir so einen Mumienanzug. Und dann bist du wirklich eine Mumie ohne Kleidung. Zieh doch her. Ja. Ich verliere nicht. Oh, vielleicht doch. Okay, ich halte meine Taste bereit. Und? Schwarz. Ja! Okay. Das ist richtig gelegen. Das bedeutet, du gewinnst. Und ich ziehe auf diese Insel. Puh. Erstmal ruhig bleiben. Ich brauche ja noch die Erlaubnis vom Service Center. Und ich muss meine Oma anrufen und ihr sagen, dass ich nicht zum Essen komme. Oh. Warte. Wie war das letztes Mal? Wie war das letztes Mal? Oh nein, nicht beenden, noch nicht. Wie war das letztes Mal? Ich muss mal ganz kurz reinschauen, okay? Wie das beim letzten Mal war. Bei den Typen, der Edde raus haben wollte. YouTube. Kamito Animal Crossing. Also, da muss ich mal eben kurz gucken hier. Tut mir leid, Leute. Da ist Rank ausgesuchen. Ausgedings. Ich weiß gar nicht, wann das war. Wann war das nochmal? Ich weiß es nicht. Das ist ja auch schon ein paar Wochen her, glaube ich. Oh Gott, vor 2 Wochen, ja, das könnte hinhauen. Okay, Playlist, da muss ich in die Playlist schauen. Oh Gott, ey. Da sind 50 Videos drin, alles klar. Bewohner ein gutes Gefühl geben, bla bla bla, nee. Ach, Mann, ey. Annas Flucht aus Animal Crossing, das könnte es doch gewesen sein, oder? Nee. Ich glaube, das war was anderes. Leute, wo war das? Wo war das? Ich weiß es echt nicht mehr. Rainer? Nee. Was, während Rainer oder? Oder wann? Ah, Michael Wendler. Michael Wendler war es. So, hier machen wir mal ganz kurz Sound aus und dann müssen wir da mal hinspringen. Oh, ach Gott, ich krieg's nicht hin. Was ist das denn? So. Da labern wir ganz lange mit dem und dann hauen wir irgendwann ab. Okay, ich ziehe bestimmt nicht wieder an den Strand, ständig hat man den ganzen Sand in der Kauleiste. Aber wenn sich jemand von hier verkrümeln würde, dann könnte ich ja... Weißt du da vielleicht was? Sag bloß, das ist aber nicht zufällig dieser Edde. Oh Gott. Okay, Leute. Ich bin nicht ins Service Center mit ihm gesprungen. Och, Mann, ey. Mann, ich will den Bewohner eigentlich schon gern haben. Aber ich möchte gerne die Meilentour machen. Leute, wir nehmen jetzt den Bewohner. Es tut mir leid. Es tut mir echt leid. Ich wollte dich nicht warten lassen, aber ich habe mit den Leuten vom Service Center geredet. Und die haben gesagt, auf dieser Insel gibt es keine Grundstücke mehr und deshalb kann ich nicht herziehen. Ich könnte einen anderen Bewohner bitten, mit mir zu tauschen, aber nur wenn du magst. Ja, gute Idee. Rau. Soll ich da mal gleich... Nein. Nein, bitte nicht. Okay, Leute. Ich schick mal eben hier einen Screenshot, damit meine Freunde vielleicht den Bewohner haben wollen. Wollt ihr... Oh, warte. Er muss sich umdrehen. Wollt ihr Mumienhund? Der will bei mir nur gegen
Misusu. Einziehen. Schade. Aber Victor ist echt cool. Ist echt cool, wirklich. Sagt er vielleicht einen anderen Namen, wenn ich mit einer anderen Person hier hinkomme? Ich würde das eigentlich ganz gerne ausprobieren. Wollen wir das mal ausprobieren? Dann ist das jetzt so eine Art Let's Test. Wir schauen aber noch eben kurz bei Schubert vorbei. Oh, Narrenschuhe. Die kaufe ich mir aber direkt. Habe ich es eigentlich in die richtige Gruppe gesendet? So. Nee, doch, habe ich. Super, die Narrenschuhe sind mega cool. Vielleicht eine andere Farbe wäre vielleicht cooler, aber ist in Ordnung. Prinzessinnen-Schuhe, komm, die nehmen wir auch mit. Die sind nämlich viel wert. Von den Rucksäcken gefällt mir bis jetzt noch keiner. Aber vielleicht ist da unten links ein guter. Ah, ja, komm, Kunstleder. Dann haben wir über 5000 hier ausgegeben. Ach man, mich ärgert das jetzt, dass Victor gegen Misusu tauschen will. Das ist doch nicht gut. Ist doch nicht gut, ey. Leute, Leute. Ah, hier, bitteschön. Mann, Misusu. Wieso? Wieso du? Wieso nicht Pamela? Okay, egal. Dann können wir uns zumindest auf morgen freuen. Ne? Dingsi, Dingsi. So, was wollte ich denn jetzt machen? Achso, ich wollte testen, ob das klappt mit einem anderen Dings. Aber erstmal reden wir noch kurz mit Misusu. Guten Morgen, wie schön, dass du so früh am Tag schon bester Dinge bist, Träum. Dann sortiere ich meine Handtasche nach Farbe und... Oh, hallo! Ich hoffe, du hast heute nicht so viel zu tun wie ich. Ja, alles klar. Alles Lieschen. Alles Däschen in den Näschen. Gut, gut, gut. Dann würde ich sagen, wir probieren das mal aus. Speichern mal eben. Oder ich zeige euch eben hier, was ich bis noch gemacht habe. So, dann käme hier an den Seiten der Eingang hin. Also hoch, hoch hinaus. Hier habe ich so Büsche gepflanzt. Hier kommt dann der nächste hin. Oh, da ist noch ein Fossilschirm. Das nehme ich mir natürlich gerne. Und mehr habe ich auch nicht gemacht. Hier unten kommt jetzt was anderes hin, vielleicht eine Parkbank oder so. Weil sonst fand ich das ein bisschen zu too much. Und ich habe mir gedacht, sieht doch bestimmt cool aus, wenn da, oh Gott, warte, wir müssen von unten gucken. Sieht man das überhaupt? Ja, sieht man. Und wenn man hier sitzen würde, oh, dann sieht man es gar nicht. Dann müssen wir den Dino ein bisschen weiter nach links machen, damit man das sieht. Okay, ich wollte den da dahinter stellen, damit es so ein bisschen aussieht, als ob dahinter noch ein großer Dinosaurier wäre. Okay. Gut. Haben wir schon 9 Uhr? Ne, noch nicht ganz. Aber macht nichts. Hier ist Frank. Hasta la vista, Frank. Ne, zu dir. Dich gehe ich nicht besuchen. Du kannst ruhig ausziehen. So, fast hier schon ausgegangen. Ich hole noch eben das Rezept. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig für mich. Und da können wir es ausprobieren. Und ja, mal schauen, mal schauen. Vielleicht klappt es ja, Leute. Vielleicht. Egal, ich wollte schon vielleicht. Ich glaube, egal wird echt das meistgenutzte Wort 2020. Ich glaube, weil jeder, also wenn irgendjemand egal sagt, ja, dann sagt man das Wort tatsächlich nochmal und singt es dann dabei. Egal. Und ich habe gestern das erste Mal das Lied gehört von Wendler. Ja. Super, ne? Fühl mich so gut. Jetzt. Haben wir das Rezept schon? Nee, ne? Wieso laufe ich hier außen herum? Keine Ahnung, Leute. Keine Ahnung.
Egal. Oh, ich liebe dieses Egal, ey. Ist irgendwie echt cool. Mann, wieso bin ich nicht darauf gekommen und hab ein Lied so gemacht? Mit Egal. Öffnen, Bertha. Baumstammbank, okay, haben wir glaube ich schon, ja. Oh, Sam braucht das Geschenk, das glaube ich. Ich lasse es. Oh! Oh Gott! Wir haben den teuren Schmetterling. Den Vogelfalter. Glaube, der ist 15.000 wert, soweit ich nur weiß. Oder 9. 15 oder 9. Wir gehen noch eben ins Museum. Habe ich mir jetzt überlegt. Kommen wir da überhaupt so hoch? Ja, ne? Sonst gehen wir da hinten hoch. Dann muss ich später auf jeden Fall noch einen Aufgang abreißen und einen Aufgang hier hinbauen. Genau. Muss ich mir merken. Ja. Okay. Hallo. Guten Morgen, Moritz. Willkommen im Museum. Wie darf ich Ihnen helfen? Fossilien analysieren. Du, hier, bitteschön. Ah, nicht nur ein Pfund. Ja. Oh, wow. Hä? War da etwas dabei? Der. Nee, war nicht. Der hat so wenig gesprochen, deswegen. Deswegen war das so komisch. Was haben wir denn hier? Okay, nichts Cooles. Okay, Leute. Dann gehen wir noch eben in den Main rein hier. Ich drücke schon ZL. So. Holen uns noch hier die Fossilien ab. Und dann probieren wir das jetzt einfach mal aus. So. Was möchtest du denn speichern und beenden? Da-da. Oh, 8:53 Uhr haben wir. Okay. Okay. Wusste gar nicht, was ich wollte zuerst machen. Die Eier müssten eigentlich langsam weg. Deswegen denke ich, ich mache Pfannkuchen oder sowas. Auf Schnitzel habe ich momentan irgendwie überhaupt keine Lust. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch noch nicht. So. Und dann mit Narnia. Glaube ich. Narnia war, glaube ich, Shihiro. Alter, lad mal schneller. So. Ich bin gespannt, ob ich das überhaupt machen kann. Aber ich denke schon, oder? Ich denke schon. Oh, ist echt cool, dass Victor hier ist. Ist auch echt cool, wirklich. Okay, guten Morgen, liebe Bewohner. Es ist bla 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 bla. Ja, ich schau gleich vorbei. Ja, nee, ich will mich nicht bei ihm verabschieden. Der hat mich eh nicht gejuckt. So, dann muss noch Pamela raus und Rüdiger. Rüdiger und Pamela sind die wichtigsten, die raus müssen. Oh, da ist noch ein Fossil. Das merke ich mir mal. Oh, ich habe auch mal. Oh, ich könnte ja eigentlich auch hier mit Meilen kaufen. Also Meilen-Tickets kaufen. Aber so viel habe ich noch gar nicht. Das wird sich ja noch gar nicht lohnen. Ja, oh Gott. Ja. Oh, Naruto One da hinten schon wieder. Find's echt lustig. Hallo. Ich habe ganz viel Spaß beim Campen hier. Die Luft riecht so gut und so. Das Beste am Campen ist, dass man in anderen Ländern ganz viele neue Freunde finden kann. Und vielleicht sogar neue Kühlschränke.
Hey, sollen wir was spielen? Wenn du gewinnst, gebe ich dir mein Blumengesteck als Preis. Rau, klingt gut. Cool, dann lass uns loslegen. Soll ich dir die Regeln erklären? Ja, bitte. Gut, ich habe Karten mit den folgenden Farben. Ich ziehe eine Karte und du sagst mir rot oder schwarz. Blumengesteck. Also los. Und? Welche Farbe hat meine Karte? Rot. Dann schauen wir mal. Oh, die Antwort lautet Karo. Das bedeutet rot. Du hast richtig gelegen. Das heißt, ich habe verloren. Dann bekommst du wie versprochen mein Blumengesteck. Super. Das wäre lustig. Auch wenn ich verloren habe, wir müssen irgendwann wieder spielen, okay? Hey, ich gebe immer ganz doll Mühe, damit ich beim Camping nichts vergesse. Ich habe ein Zelt, Schlafanzug, Kissen, Kuscheldecke und mein Lieblingskuscheltier Törtchen. Und meine Kartoffelchips, Tomatenchips, Gurkenchips, Apfelchips, Schokochips, Sahnechips. Ich habe alles, was zum Campen braucht. Aber außer meinen Fernseher, den habe ich vergessen. Du, ist dieses Zelt nicht toll? Man holt das einfach aus der Tasche und es baut sich automatisch auf. Schwieriger wird es, wenn man wieder nach Hause will, denn dann muss man es falten. Ich glaube, das schaffe ich nicht allein. In einem Zelt hört man viel mehr draußen Geräusche als in einem Haus. Und in einem Zelt hört man auch viel mehr Hausgeräusche als draußen. Aber ich höre niemals Zeltgeräusche, egal wo ich bin. Naturgesetze sind schon komisch. Rau, rau, rau. Das Beste am Camping ist, dass man. Okay. Neue Kühlschränke. Ich bin hier, weil ich geträumt habe, ich würde hier wohnen und hätte ganz viel Spaß. Wie findest du meinen Traum, Chihiro? Mach ihn wahr? Ganz ernsthaft? Das ist so ein tolles Angebot, aber ich kann leider nicht. Meine Snacks warten doch zu Hause auf mich und meine Freunde auch. Aber vielen lieben Dank. Es bedeutet mir ganz, ganz viel. Ich gebe mir mal ganz. Ja, okay, das hatten wir schon. Ja, deine ganzen Chips, ey. Die interessieren mich gar nicht. Ja, Mama, okay. Draußen Geräusche hatten wir auch schon. Wackelpudding. Dann bleib doch. Du ein Soßen. Was? Du ein Soßenfleck? Ihr habt echt was gemeinsam. Ihr Beine seid total hartnäckig. Das war nicht böse gemeint. Ich freue mich ja, dass du mich auf deiner Insel haben willst. Also schön, du hast mich überredet. Dann frage ich die vom Service Center. Oh, das ging schnell. Ah, ich wollte dich nicht warten lassen, aber ich habe mit den Leuten vom Service Center geredet und die haben gesagt, auf dieser Insel gibt es kein Grundstück mehr. Deshalb kann ich nicht herziehen. Ich könnte einen anderen Bewohner, aber wenn du magst. Ja, gute Idee. Nee. Nee, okay, bitte nicht. Nee, danke. Ja, dann tut's mir leid, Kleiner. Dann muss ich dich jetzt leider verlassen. Du warst echt cool. Ich hätte dich sehr, sehr gerne in meiner Stadt gehabt. Aber nicht gegen meine Misuzu. Die ist nämlich sehr, sehr selten, angeblich. Sehr, sehr selten. Ja, aber du bist wirklich mega cool, ja? Mega cool bist du. Wirklich. Ich kann es nicht anders sagen. Du bist einfach ultra Premium cool. So. Ich habe so viel hierbei, ne? Oh, eine Weltkarte ist echt cool. Holzschrank. Ja, lass ich mal da stehen. Und ablegen. So. Nintendo Switch kann ich behalten. Ja, habe ich bestimmt schon genug. Wie viel Geld habe ich? Oh, 10.000? Ja, gut, dann gehe ich mal zu Tina und Sina und guck mal, was die haben. Dann sehen wir das noch. Ach nee. Ach, erst in einer Minute. Okay. Die Designs habe ich nicht mit ihr, oder? Ah, doch, habe ich. Hätte ich. Hätte ich tatsächlich. Gut, dann machen wir das mal eben. Ja, ich weiß, wie es geht. Bauarbeiten beginnen. So. Dü-dü-dü-düm. Oh. Okay, geht doch nicht. Dann gehen wir zu Tina und Sina. Hallo Tina, hallo Mischka, hallo Sina. Oh, Weltraumanzug. Oh, geil. Den kaufe ich mir gleich auf jeden Fall.
Ich bin das erste Mal hier, ne? Okay. Och, Junge, ey. Ja, Tina. Ist gut, reicht, okay? Danke. Danke für das Zugespamme. So. Dann gehen wir mal gucken. Oh. Sowas ist auch cool. Das sieht auch sehr, sehr cool an mir aus, tatsächlich. Ist noch so eine beige? Nee, rockt nicht so, oder? Nicht? Ich finde die beige Hose eigentlich ganz schön, ganz gut. Dann noch eine Barrette. So. Aber das sieht echt cute hier aus, oder? Ach, ich bin ein richtiger Künstler hier, Leute. Aber ich überlege gerade noch. Ich glaube, schwarz. Die sieht man eh nicht. Oh, andere Schuhe auf jeden Fall. Ja, solche geilen Boots sind schon cool. Oh, paar Kunstleder. Sieht doch schon viel besser aus. Ja, zur Kasse gehen. Ja. Oh, guck mal, Leute, wer hier rauskommt. Okay, Leute, dann würde ich sagen, das war's mit diesem Part. War ein kleiner Fail, würde ich fast sagen. Aber morgen, Leute, morgen machen wir die Meilen-Ticket-Party, ey. Und ich hab... Warte, habe ich das geträumt oder nicht? Also, auf jeden Fall, gibt es jetzt hier Mitternachtspartys? Oder habe ich das geträumt? Ich glaube, ich habe es geträumt. Ich erinnere mich nämlich gerade kurz dran, dass ich in meinem Traum oder irgendwann gesagt habe, oh, lol, es gibt jetzt Mitternachtspartys. Hat mir denn da erzählt? Also ich glaube, es war ein Traum, Leute, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ja, wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, euer Kamito, haut rein und ciao.